Ich wach auf und die Sonne lacht einer und du liegst neben mir. Ich steh auf, doch du schlafst noch weiter, weißt du es gern in der Früh. Und ich weck dich mit einem frischen Kaffee und du sitzt dir auf und reibst dann nur die Arme und du streckst dich und bist dabei so schön. Und in mich die Frage, ob wir uns was erlauben. Was spricht dagegen? Wollen wir heute einfach mal leben? Wollen wir uns heute einfach feiern? Und solange wir wollen auch bleiben. Was spricht dagegen? Gehen wir tanzen im Ring. Drehen wir barfuß durch den Wald. Und dann nur das, was uns gefällt. Was spricht dagegen? Die Quetschak Family, live bei uns. Wie war es für euch? Es war so super. Wir haben das echt so genossen, live in einem Studio zu spielen und irgendwie die Atmosphäre so zu inhalieren, euch da moderieren zu sehen und ja, großartige Erfahrung. Walter, ist man ein bisschen nervöser, wenn es mal live im Studio ist und nicht auf der Bühne? Oder ist es, wie fühlt sich das an? Es ist schon anders, muss man schon sagen, aber nervös ist vielleicht das falsche Wort, angespannt, also positiv angespannt eigentlich, ja. Freudig. Wir haben schon gehört, zweites Album Kopfkino ist draußen von euch und natürlich gibt es Spieltermine. Vielleicht wollen die Leute jetzt wirklich einmal alle sehen. Ganz Niederösterreich wird zu euch pilgern, hoffe ich einmal. Nächster Auftritt, Julia, wo? Am 24. Juni, da sind wir am Abschluss von Die Garten-Tulln, ja, da sind wir am Hauptplatz zu hören. Oder am 20. Juli, da sind wir im Rahmen vom Kultursommer Dreismauer zu hören. Dann wünsche ich euch alles Gute. Toi, toi, toi für eure Band und der große Durchbruch kommt, ich weiß es. Ich spüre das.